Hinter uns läuft gerade eine Veranstaltung zum Thema YouTube. Ja, mit Johnny Häusler. Mit Johnny Häusler. Thomas, bist du YouTuber? Ja, sagen wir mal Teilzeit-YouTuber. Und du? Ein bisschen mehr als Teilzeit, aber eigentlich ja. Mhm. Da steckt Potenzial drin, oder? Also wenn wir da so hören, was die jungen Menschen, die auch kein richtiges Konzept in vielen Fällen haben, was die Millionen Zugriffe da generieren und auch mittlerweile Geld damit verdienen, ja, dann muss ich sagen, holla die Waldfee. Da geht was ab, was ich so bis jetzt nicht wahrgenommen hatte. Eine Aussage war ja, YouTube ist Medienkompetenz oder schafft Medienkompetenz. Was meinst du dazu? Bin ich skeptisch. Ich glaube, das muss man sich schon von außen irgendwie sozusagen anschauen. Also man muss schon, es ist schon besser, wenn man woanders lernt, wie YouTube geht und nicht bei YouTube lernt, wie YouTube geht. Also Learning by Doing ist eher nichts. Ja, naja, genauso kannst du sagen, beim Bier trinken lernst du, was Alkoholismus ist. Das ist auch... Naja, okay. Jetzt hieß es, kommt noch mal sowas wie YouTube, ein Nachfolger, oder wurde hier gesagt, also YouTube ist absolut Pop, ist absolut der Hit? Ja, ich denk, kurz- und mittelfristig ist es gesetzt, weil es, die machen auch nichts falsch. Ja. Ja, und man kann Geld verdienen. Ja, und die Erlösmodelle sind jetzt zwar nicht richtig Win-Win, würde ich sagen, aber es ist auch kein Straßenraub. Also man bekommt, wenn man die Zugriffe generiert, bekommt man auch Geld. Mhm. Das zeigen die Beispiele vorne auf der Bühne. Ja. Also die Leute leben gut damit und dann weshalb soll man woanders hingehen? Also daher drehen wir jetzt das Video. Ja, das machen wir jetzt.